Ja, wir sind hier in Langhorn. Hier brennt der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Bei Eintreffen des ersten Löschzuges schlugen die Flammen bereits aus dem Dach heraus. Und der Einsatzleiter hat sofort einen zweiten Löschzug alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Langhorn, die hier vor Ort ist. Und gemeinsam haben wir hier die ersten Maßnahmen in die Wege geleitet, nämlich die Brandbekämpfung im Innenangriff, aber auch im Außenangriff. Wie weit konnte sich das Feuer denn fortschreiten? Also das Feuer, so sieht es aus, ist im Dachgeschoss ausgebrochen und natürlich überschlägt sich das natürlich sehr schnell auf den Dachstuhl. Und wenn der erstmal brennt, dann ist es für uns eine riesen Herausforderung, dort ranzukommen. Es ist in der Regel ja alles verkleidet und wir müssen das alles aufnehmen. Wir haben eine enorme Hitze unter dem Dach, weil die Wärme einfach nicht weg kann. Und das ist für die Einsatzkräfte hier natürlich eine riesen Herausforderung. Wie geht es den Bewohnern? Die Bewohner sind sehr, sehr betroffen. Wir betreuen sie hier auch vor Ort. Man muss sich vorstellen, wenn sein Eigenheim brennt von jetzt auf gleich und es so aussieht, als wenn wir alles kaputt machen. Das müssen wir leider. Wir müssen hier jede Dachpfanne vom Dach runternehmen, um zu kontrollieren. Die sind noch irgendwo Glutnester in der Dämmung drin. Das dauert natürlich und wir müssen das vor allen Dingen großflächig machen. Das heißt, das Gebäude sieht aus, als wenn das erstmal unbewohnbar ist. Wie hole ich für Sie die Herausforderung? Weil man kommt ja von außen auch relativ schlecht ran, ne? Ja, also hier mit einer Drehleiter von außen einfach auf die Dachziegel zu spritzen, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Insbesondere bei solchen Dachstuhlbränden ist es wichtig, dass wir im Innenangriff sind. Das heißt, wir schicken die Einsatzkräfte in das Gebäude hinein. Wir kennen uns nicht aus in dem Gebäude, wir müssen den Weg nach oben finden. Es ist alles verraucht, es ist sehr, sehr heiß da oben. Und dort den Brandherd zu finden, das ist eine riesen Herausforderung. Gleichzeitig müssen wir aber auch Öffnungen in das Dach schaffen, damit die Hitze weg kann, damit wir aber auch von außen Wasser geben können.